Mal drin gesessen, bevor ich hergekommen bin, aber ich glaube, es ist nicht so groß dafür und will da gar nicht mehr rein. Und Spielzeug von ihr und ich bin zu Hause. Ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das schaffe, dass ich das zusammen kombinieren kann, Mutter sein, aber auch die Karriere zu machen. Und wir haben mit dem Team uns alle zusammen beraten und dann sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, dass wenn ich das machen möchte und genommen werde, dass die Leila mitkommen kann. Sie ist dann zu einer Familie vom Team gekommen, bis es dann halt immer stressiger wurde und wir immer mehr Programm bekommen haben. Da ist sie einfach zu kurz gekommen. Ich hatte nicht die Zeit, die sie gebraucht hätte von mir. Und dann sind wir halt zum Schluss gekommen, weil auch meine Eltern sie sehr, sehr vermisst haben, dass das Beste für uns alle ist, wenn sie bei meinen Eltern jetzt aufwächst, erstmal in den Monaten, wo sehr viel zu tun ist, dass sie dort lebt. Und so geht es uns allen gut. Die Leila hat ein kontinuierliches Leben, also es ist alles stabil. Sie ist bei Oma und Opa, die sie schon kennt, seit sie auf der Welt ist. Und ich bin glücklich, weil ich weiß, dass es ihr dort sehr, sehr gut geht, dass es ihr an nichts fehlt. Und wir telefonieren jetzt auch schon miteinander. Sie kann zwar noch nichts sagen, aber sie hört dann immer ganz gespannt zu und freut sich total und will das Telefon gar nicht mehr aus der Hand geben. Ich denke ganz viel an sie. Och ja, warum weinst du denn jetzt? Ja? Weil das nicht geht? Ich habe da immer ganz fest dran geglaubt, weil da war, es war immer in ihr und sie wollte das wirklich als kleines Mädchen und sie war zwar realistisch, sie hat gesagt, ich mache eine Schule oder ein Studium, oder, aber eigentlich immer im Hintergedanken, im Hinterkopf, dass man noch genug Zeit hat, um vielleicht weiter zweigleisig noch Musik zu machen. Also das ist jetzt ganz schnell gekommen und überraschend, auch für sie, für uns alle. Aber ich glaube, dass sie langfristig daran gearbeitet hätte. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich wieder abheben wird vom Starroom. Es wird eigentlich schwer, weil es wird ein schweres Leben, mit 18 Jahren in der Öffentlichkeit zu stehen und leben zu. Man kann auch nicht alles so spontan machen später. Sie hat ja immer noch ihr Kind. Und das ist schon... Man muss vieles verzichten. Eine Aufgabe, Kinder. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein